Ab geht er. 16 Spieler, wir haben den Top-Cut jetzt und hier vollzogen. Wir sind im K.O.-Modus angekommen und wir starten hier die Top-16-Runde in unserem Featured-Match mit der Begegnung von Gleb und Fabio. Beide greifen aufs selbe Deck zurück. Sag uns, was haben Sie sich Schönes hier mit an den Tisch gebracht? Ja, was ganz Besonderes. Wir haben hier zwei Pushers. Beide greifen auf die Mythenspinnen-Taktik zurück. Bin mir gar nicht mal so sicher, ob es überhaupt noch ein Hans in die Top 16 geschafft hat. Ich glaube, kein Hans hat es leider geschafft. Ja. Es haben ja insgesamt relativ wenige überhaupt auf die Hans-Taktik zurückgegriffen. Ich glaube, wir hatten es in zwei Feature-Matches. Aber insgesamt hat sich einfach die Variante mit Mythenspinnen wirklich durchgesetzt und als das stärkste Deck wirklich jetzt herauskristallisiert. Auch eine interessante Sache war, in der letzten Vorrunde, eben in der achten Vorrunde, habe ich mitbekommen, hat mir jemand erzählt von den Spielern, dass einfach an den Top 4 Tischen, an den ersten 4 Tischen, jeweils das Mirror-Match, was wir jetzt hier auch erleben werden, von Mythenspinnen Prisha war. Also ich habe gesehen jetzt bei den Top 16 Listen, wir haben auch noch ein Fuchs-Deck dabei. Wir haben auch Jill Almahat noch dabei. Aber auf jeden Fall eine deutlich größere Dominanz an Prisha-Decks, als es überhaupt von vornherein war. Das heißt, es sind jetzt mehr als am Anfang noch die 33%, die wir haben. Ja, genau, wollte gerade sagen, 33% waren es ursprünglich. Jetzt liegt die prozentuale Quote der Prisha-Decks in den Top 16 bei über 50%. Ja, ganz genau. Hat sich einiges getan und die Prisha-Decks haben sich wirklich. Und es war ja auch so vorauszusehen, es war schon im Vorhinein eigentlich als das beste Deck des Formats. So, eigentlich stand es schon so im Raum, dass es das wohl ist. Und es hat sich jetzt hier auch bestätigt. Oh, guck mal. Es geht hier gleich richtig feurig los. Ich meine, dafür sind Prisha-Decks ja bekannt. Aber gleich im zweiten Zug aktiviert Fabio den himmlischen Windstoß, um sich den Insignien von Gleb zu entledigen. Ja, Leviathan natürlich sehr stark. Gibt Schnelligkeit auf den Herrscher. Interessant auch, wenn man die Prisha-Decklisten mit den anderen Decktypen vergleicht, findet man halt eine Vielzahl von unterschiedlichen Karten, teilweise bis zu 20, 22 verschiedenen Karten im Deck. Das Prisha-Deck spielt 9 verschiedene Karten, jeweils 4-mal, da sind wir schon bei 36. Ja. Also sehr straightforward. Eben, da hat dann kaum noch irgendwie Manövrierpotenzial. Was man über Fabios Liste vielleicht sagen kann, sie hat fast Control-Elemente, möchte ich sagen. Er spielt nämlich 2-mal Windmauer im Main-Deck. Das heißt, vielleicht auch eine Sache, die ein bisschen unvorhergesehen immer kommt dann für den Gegner, dass da wirklich im Main-Deck in Runde 1 auch schon ein Counter da ist. Im Side-Deck sind ja häufig dann auch noch geschärfte Sinne und solche Sachen anzutreffen. Ja, oder auch die letzte Buße. Vor allen Dingen im Mirror, wenn die Spieler halt wirklich on-curve ihr Mythenspin spielen und dann gar nicht mehr drauf reagieren können. Die einzige Möglichkeit wäre dann wirklich, ein weiteres Levitain auf der Hand zu haben, um so dann doch noch den Überraschungsmoment zu haben und ein weiteres Wille produzieren zu können, was von den Gegnern nicht vorhersehbar ist. Ja, das haben wir im letzten Feature-Match gesehen. Ne? Da kam das wirklich überraschend, dass der Levitain diesen einen Feuerwillen noch produzieren kann. Wirklich sehr, sehr effektiv da in dem Moment gewesen. Und dieser Überraschungsfaktor war eben auch extrem groß. So, da kommt jetzt wieder das altbekannte Spiel. Prisha holt einen Zauberstein. Der Resonanzeffekt von Prisha triggert, verleiht Guinevere Schnelligkeit. Unflugfähigkeit. Ja. Und die Elfenheilige kommt dann jetzt auch noch dazu. Die profitiert davon nicht, da sie ja zu dem Zeitpunkt noch nicht auf dem Feld waren, als Ziel für das Prisha-Resonanz-Effektline genutzt werden konnte. Was gibst du für einen Tipp ab? Wie lange wird die erste Runde hier dauern? Wie viele Spielzüge werden beide haben? Ich glaube, das kann man gar nicht abschätzen. Also, wir haben schon so viele verschiedene Sachen gesehen. Wir haben Turn 3 gefühlte OTKs gesehen mit Prisha. Wir haben Mirror Matches gesehen, wo es gar nicht zum Urteil kam. Also, ich glaube, das kann man nicht vorhersehen. Schwierig auf jeden Fall, ja. Aber auf jeden Fall eher ein schnelleres Spiel, würde ich mal denken. Da wirst du mir wohl recht geben. Was man ja auch noch über den Modus sagen kann, der Fabio, wir sehen es ja auch da oben, hat bis jetzt 7 Spiele gewonnen, 1 verloren. Hat damit die Vorrunden auf Platz 2 abgeschlossen. Der Gleb dementsprechend, da das ja immer so im Bracket-System abläuft, ist 15. nach den Vorrunden gewesen. Deshalb spielen sie jetzt hier gegeneinander. Und aufgrund dessen durfte Fabio, da er hier in diesem direkten Aufeinandertreffen die höhere Platzierung nach den Vorrunden hatte, sich aussuchen, ob er das Spiel anfangen möchte oder nicht. Ja.
es gibt eben keinen Würfelwurf mehr in den Tops, sondern da wird immer schon von vornherein festgestellt, wer da die Auswahl hat. Genau, also schöner Vorteil, wenn man dann doch Top 16 ist, nicht gleich Top 16. Ja, wenn man sich in den Vorrunden das Ganze erarbeitet hat, dann hat man da auch immer noch den Vorteil, der sich da weiterhin auf das Turnierleben auswirkt, weil man halt wirklich auch dann immer noch den Anfang oder sich aussuchen darf, ob man anfangen möchte. In den meisten Fällen möchte man es ja eben nicht. So, da sehen wir die windgeschützte Zuflucht jetzt auf Seiten von Klepp. Ja, hat er also zumindest schon mal eine kleine Absicherung wieder, um sich vielleicht vor Sachen wie Izanagi zu schützen schon. Aber, oh, da hat der Fabio gerade Izanagi abgeschmissen für den Effekt von Guinevere. Das heißt, da muss ja, auf jeden Fall... zwei Todessensen. Genau das dachte ich mir auch gerade. Interessant. Zwei Todessensen, er wollte sie nicht abwerfen, er wollte sich lieber von Izanagi trennen. Ja, aber wenn du es mathematisch angehst, hat er jetzt drei Insignien. Ja. Und kann dieser jeweils zweimal benutzen. Am Anfang des Zuges, vor der Erholungsphase und dann noch ein weiteres Mal. Das heißt, er kann insgesamt um 1200 buffen. Das würde die Prisha auf 2200 Angriff geben. Richtig. Und mit der Göttergabe kann sie dann zweimal angreifen, sind 4400. Absolut, mehr als genug. Das ist das der OTK. Da sehen wir auch das ist sein Ziel. Das Urteil. Ja. So, und da ist kein fliegender... Da ist das Urteil... Mein Tipp von wegen, dieses Spiel wird wohl nicht so lange andauern, wird hier ein wenig bestätigt mit Fabios aggressiver Herangehensweise hier. Das Urteil, in welchem Zug ist der Fabio? Im zweiten Spielzug, oder? Ja. Der dritten. Im dritten schon, du hast recht, genau. Hat sich ja keinen Stein gemacht, aber hat durch das Urteil einen bekommen. Genau, sonst hätte er ja noch keine zwei. Und jetzt hat er ja eben durch Prishias Recycling-Effekt wieder einen frischen Zauberstein. Aber im Moment kein Memoria-Stein, der jetzt nochmal das Recycling-Potenzial von Prisha voll ausnutzen könnte. Allerdings ist das ja gar nicht so schlimm, wenn der OTK sowieso folgen würde. Das ist der Angriff von Prisha. Prisha greift jetzt also an und es wird auch gleich die Göttergabefähigkeit genutzt. Nein, ich glaube, den gibt er sich erstmal im Pool, den einen Willen, weil der Stein recycelt wird durch den Angriff von Prisha. Das in jedem Fall... Vielleicht hat das heißt, er hat jetzt einen Wille im Pool, zwei noch zur Verfügung. Du hast recht, es war ja eben nur der eine Wille. Da ist die Göttergabe. Jetzt kommt die Göttergabe, in Ordnung. Aber am Anfang des Zuges war ja nur Levitein auf dem Feld. Das heißt, bis jetzt sind nur 1200 Schaden durchgekommen. Aber, wie du es eben ja schon angesprochen hast, sie könnte jetzt auf 1800 gebracht werden. Um dann insgesamt 3000 Schaden zumindest anzurichten. Oh! Letzte Buße. Gleb, also auch einer der Kandidaten, die sich dafür entschieden haben, die letzte Buße im Main Deck zu spielen und die OTK-Unterbindungsmöglichkeit fast Nummer 1 an diesem Wochenende. Ich habe es mehrfach gesehen, dass die Karte wirklich den OTK verhindert hat und er hat sie jetzt hier in der Situation, kann sie auf die Prisha nutzen. Und die verliert damit alle Fähigkeiten und kann auch keine Fähigkeit mehr erhalten in diesem Spielzug. Damit hat er jetzt sichergestellt, dass Prisha in jedem Fall nicht mehr fliegt. Und auch, gut, Schnelligkeit wäre jetzt in dem Fall sowieso egal. Aber sie kann auf jeden Fall nicht nochmal rüberfliegen. Ein bisschen bin ich irritiert noch davon, dass die Lebenspunkte des Labs sich noch überhaupt nicht verändert haben. Weil... Wir sind uns doch einig, dass die Prisha einmal schon angegriffen hat. Na, das war immer noch die Deklaration des ersten Angriffs. Darauf wurde reagiert mit der Göttergabe. Das heißt, die ist immer noch im Angriffsmodus, aber schon wieder erholt. Okay, gut. Dann sind wir also gerade immer noch. Also die Göttergabe sagt ja nicht, du kannst zweimal angreifen, sondern sie erholt sie einfach nur. Ja, natürlich. Was dann natürlich dir den zweiten Angriff ermöglicht. Ganz richtig. So, dann wird jetzt die ATK von Prisha auf 1800 hochgebracht. Und Fabio überlegt, hat jetzt keinen offenen Willen mehr. Beziehungsweise einen hat er noch im Pool. Da hast du weiß ja nicht, ob er sich dessen selber bewusst ist gerade. Er hat ihn am Anfang richtigerweise noch in den Pool gelegt.
und hat dann, habe ich mich gleich gewundert, danach dann die zwei Zaubersteine benutzt, um die Göttergabe von Prischia zu nutzen. Ja. Okay. Also da ist es bei einem Angriff geblieben, 2200 Lebenspunkte verbleibend. So, und jetzt doch höchstwahrscheinlich auf der anderen Seite gleich Ähnliches zu erwarten. Weil der Gleb sieht sich ansonsten im nächsten Zug wieder der Prischia ausgesetzt. Ja, ich bin gespannt. Also auf alle Fälle sind da zwei Todessensen bei Fabio, die immerhin verhindern, dass Klebs Prischia mit Schnelligkeit rumkommen kann. Schnell ist sie ja sowieso schon. Ach so, Entschuldigung, du meintest jetzt die Prischia, die da kommen könnte bei Gleb. Ja, natürlich. Auch interessant, dass der Gleb, wobei ist es da oben eine Hydromonika? Ja, Gleb hat eine Hydromonika zumindest. Links oben auf seiner Spielfeldseite. Das heißt, er könnte sich jetzt vielleicht ein Mythenspin oder ein Izanagi zurechtsuchen, um dann vielleicht den zu bringen. Aber ich würde Izanagi jetzt gerade gar nicht als so super sinnvoll empfinden. Ja, immerhin könnte man die Insignien einsaugen. Das wäre halt der Vorteil, natürlich. Oh, und da jetzt wird der Effekt von der Hydromonika auch aktiviert. Und da wird sie rausgesucht. Gut, jetzt haben wir noch zwei offene Zaubersteine. Man könnte also jetzt in dem Fall, wobei, vielleicht sind wir auch noch im Drawstep? Nein, vorher war schon alles erschöpft, von daher sind wir wieder ganz normal im Zug von Gleb. Aber zwei Zaubersteine reichen eben nicht aus, um jetzt auch gleich noch Mythenspin zu bringen. Wobei die Prischia ja auch noch einsatzbereit wären, einen weiteren Zauberstein zu holen. Andererseits möchte er vielleicht auch die zwei Zaubersteine nutzen, um das Urteil von Prischia dann durchzuführen. Was ja auch genau zwei kostet. Mhm. So sieht es wohl aus. Prischia... Genau, da kommt das Urteil. ...wird zur Vollstreckerin, zur wiedergeborenen Flammenmaid. Dann nutzt sie den Resonator-Effekt. Oh! Gleb hat sich mit der Hydromonika einfach den Izanagi aufs Deck gelegt, hat jetzt den Resonator-Recycling-Effekt der Prischia genutzt, hat damit jetzt direkt von Top of the Deck Izanagi aufs Feld gebracht und hat damit jetzt auch gleich den Effekt dann, der genutzt wird, um die beiden Todessensen anzuhängen. Schon so oft gesehen und immer wieder sorgt für Überraschung. Ja, tatsächlich. Ich bin immer noch überrascht darüber. Aber es kann kein weiterer Angriff durchgeführt werden. Jetzt ist zwar... Zumindest ist jetzt wieder ein bisschen das Board wiederhergestellt für Klepp. Richtig. Und es ist jetzt auch keine Möglichkeit mehr, dadurch, dass die Göttergabe von der Prischia schon genutzt wurde, keine Möglichkeit mehr im Moment, ihr Flugfähigkeit zu verleihen. Ja, aber eventuell Resonatoren. Da wäre natürlich jetzt... ein Izanagi Gold wert. Ja, allerdings hat Fabio auch nur zwei Wille zur Verfügung. Er könnte ja einen dritten bekommen durch die Prischia, aber das wäre dann auch wieder riskant, wenn er sie dort erschöpft auf seinem Feld liegen lassen würde. Das Spiel geht jetzt schon länger, als ich es erwartet hätte. Ja. Der OTK ist nicht geglückt, dadurch das letzte Buße. Genau, das ist halt immer das kleine Risiko, wenn man dann so zeitig urteilen muss und es geht dann in die Hose. Jetzt wurde ein Zauberstein erschöpft und die Prischia wurde erschöpft. Das riecht nach Angriff. So würde ich auch erstmal sagen. Aber warum hat er den Zauberstein erschöpft dann? Ah, okay, wahrscheinlich einfach, um ihn sich in den Pool zu legen. Richtig, wie wir es vorhin auch schon gesehen haben. Und damit er dann jetzt neu und erholt zurückkommen kann. Wodurch er dann ja auch insgesamt jetzt wieder die drei Willen zusammen hätte, mit der Izanagi dann über Mythenspin schon aufs Feld kommen könnte. Ja. Izanagi sehe ich auf der Hand von Fabio. Ist ja auch mal selten der Fall, dass Izanagi nicht da ist. Eigentlich sieht man es immer vorne in der Hand prangern eines Mythen-Prischia-Spielers. Oh. Wer von beiden hat jetzt aufgegeben? Ich glaube fast Fabio hat gesagt, das schafft er nicht. Ja. Neben Gleb, der hier als 15. noch relativ glücklich mit in die Tops reingerutscht ist, der hat es jetzt geschafft, hier das erste Spiel für sich zu entscheiden. Fabio hat gesehen, ich kann es in dem Spielzug nicht mehr beenden und im nächsten Zug werde ich das Spiel verlieren. Ja.
wo ich ihm wahrscheinlich zustimmen würde, weil das Feld ja dann doch schon relativ beeindruckend war. No. Izanagi wird dann im nächsten Zug durch Resonanz an der Flugfähigkeit verliehen werden. Oder einfach durch die Göttergabe. Oder durch die Göttergabe, da hat er vielfältige Möglichkeiten. Und in dem Sinne wäre das dann ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Wir können ja nochmal einen Blick auf die Side-Decks werfen, ob wir da irgendwelche Besonderheiten haben. Es gibt Macht des Orkans, auf jeden Fall im Side-Deck von Fabio, was er sich reinboarden könnte. Letzte Buße, wo er jetzt eben gesehen hat, wie gut das beim Gleb funktioniert hat, wäre natürlich auch eine schöne Wahl, die er dort reinpacken könnte, um sein Matchup da ein bisschen weniger anfälliger gegen den gegnerischen OTK zu machen. Geschärfte Sinne? Glaubst du, er wird geschärfte Sinne jetzt hier reinboarden? Damit könntest du natürlich Mythenspinnen unterbinden, Nimmst aber dir selbst ein bisschen das Explosionspotenzial, weil du ja die Willen offen lassen musst, um geschärfte Sinne überhaupt zu aktivieren. Von daher eher nicht so gut, weil trotzdem der aggressive Charakter des Decks im Mirror-Match natürlich erhalten bleiben muss. Ja, die letzte Buße ist auf alle Fälle eine Option, die ich erwägen würde. Ja, das denke ich auch. Die wird wohl in jedem Fall den Weg ins Main-Deck finden. Und wir haben ja vorhin uns darüber unterhalten, dass Jack and the Giants Deck zusammen mit der Prisha, also der Hans Bodenrankenklimper mit den Riesen, hat es nicht bis in die Top 16 geschafft. Aber immerhin spielt der Gleb im Side-Deck einen Riese aus den Wolken. Also hat er sich zumindest dazu erbarmt, den einen da noch mit reinzunehmen. Eine Besonderheit vielleicht, dass er den Captain Hook im Side-Deck hat und nicht im Main-Deck, wie man es meistens sieht, dass fast alle Prisha-Spieler einen Captain Hook im Main-Deck haben. Das ist nicht der Fall. Ja, das ist aber tatsächlich bei dem Fabio ganz genauso. Der hat sich auch gegen Captain Hook entschieden und spielt den nur im Sideboard. Scheint also durchaus eine populäre Strategie in dem Sinne zu sein. Und beide haben sich dafür entschieden und haben da bis jetzt sehr viel Erfolg mit gehabt. Und beide können ja eigentlich auch relativ locker hier sein. Beide ist Top 16 schon erreicht. Sie haben auf jeden Fall die Top-Cut-Matte schon sicher, die ja auch wieder ein sehr, sehr schönes Design ist. Und können beide da jetzt schon mal mit ruhigem Gewissen rangehen. Für Fabio natürlich ärgerlich. Er durfte sich aussuchen wirklich, wir haben es ja vorhin erklärt, hatte den Vorteil, dass er nicht anfangen musste. Und dann hat der Gleb ihn trotzdem einfach überrannt. Da hat ihm der Platz 2 nach den Vorrunden jetzt hier in dem Moment relativ wenig gebracht. Ja, überrannt würde ich jetzt nicht unbedingt nennen, aber die letzte Buße war halt die letzte Rettung. Und dann natürlich den Spieß umgedreht. Ja, das stimmt wohl. Letzte Buße wirklich für viele Spieler der MVP des Wochenendes in ihrem Matchup gegen Prisha. Und von daher hier absoluter Game-Winner für Gleb gewesen, da gebe ich dir wirklich auch recht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir in Game 2 vielleicht ein bisschen mehr Action kriegen. Jetzt wird Fabio sicherlich seine letzten Boosten auch reingepackt haben. Und vielleicht bremsen sie sich dann gegenseitig so lange aus, dass wir sogar fast ins Late-Game, ins Late-Game werden wir es wohl nicht schaffen, aber vielleicht irgendwie zumindest dann in die Middle-Stages des Games schaffen und dann da noch ein bisschen umhertaktieren müssen, wenn vielleicht auch beide Spieler einen Izanagi draußen haben. Und dementsprechend sich da gegenseitig um die verschiedenen Resonatoren beim Gegner kümmern müssen. So, jetzt sind sie beide beim Mulligan. Bei Fabio wurden 2 Karten weggelegt. Ich sehe Levitine auf jeden Fall auf der Hand von Fabio. Ja, willst du auf alle Fälle behalten? Definitiv. Kosten von 0 ist immer gut. Ich glaube nicht, dass man sich abschrecken lassen sollte. Und der Gleb, der sagt ganz freudig, ich nehme keine Karte. Gleb behält seine komplette Hand eben. Dann bin ich ja mal gespannt. Wir sehen Levatane. Eine Elfenheilige. Dann muss die Starthand ja wirklich ziemlich gut gewesen sein bei Gleb. Und jetzt da Fabio. Fabio hat auch Levatane. Und auch eine Elfenheilige? Fragezeichen. Fabio hat mächtig gewaltig entsiegen jetzt hier. Das heißt, im nächsten Zug sehen wir Energieschub-Urteil? So anzunehmen, ja. So sollte es wohl laufen. Ah, dann würde trotzdem noch ein Wille fehlen, um... Nein. Er kann Energieschub. Den erst sich reinlegen in den Pool. Dann kommt der neue. Dann hat er wieder 1. Wenn er angreift, passiert das gleiche nochmal. Ganz genau. Und dann hat er genug Willen. Für Turn 2. Hat dann durch die verschiedenen... Insignien auch genug Schaden. Ja.
Also, sind wir in Turn 2 Kill? Müssen wir jetzt mal gucken. Der Gleb bräuchte jetzt vielleicht den Todessense, aber die Todessense hätte er ja sicherlich schon im ersten Zug ausgespielt, wenn er sie gehabt hätte. Von daher hat er jetzt mit Tama eine Karte gezogen. Die war wohl auch immer noch keine Todessense. Ja, und eine Guinevere. Das sieht zwar nach einem soliden Start aus, weil man Ressourcen hat, Karten ziehen kann und so, aber... So, da kommt jetzt die letzte Buße auf die Elfenheilige. Okay, weil noch ein offener Willen war, da war, wurde direkt mal sichergestellt, einfach nur damit, dass die Elfenheilige keine weiteren Ressourcen keine Windmauer kommen kann oder sonst irgendwas. Genau. Oh, guck mal. Und Gleb hat sogar letzte Buße auf der Hand. Die kann eben auch nicht mehr kommen. Letzte Buße, ja. Noch viel wichtiger. Jetzt in dem Fall, Gleb schiebt vielleicht gleich zusammen, weil jetzt wurde er seiner Möglichkeit beraubt, letzte Buße zu aktivieren. Guinevere lässt nochmal Karten ziehen, aber das ist ja auch jetzt nur noch Formsache. Oh, selbst da kommt die Todessense. Ja, da zeigt er es auch. Und er packt zusammen. Ja. Wie wir es uns gedacht haben, wir erleben tatsächlich jetzt hier den Turn 2 Kill. Genau, wir haben es zwar nicht gesehen, aber ich glaube, ich hatte es im Ansatz schon mal so erklärt. Er hätte jetzt quasi Energieschub plus den einen Willen, den er hat, benutzen können für das Urteil. Ganz genau. Das Urteil von Prisha recycelt einen Stein. Damit hat er wieder einen neuen. Ja. Den kann er sich in den Pool holen. Ein Angriff mit Prisha deklarieren, die ja Schnelligkeit hat dank Levitain. Ja. Und wenn sie angreift, recycelt sie wieder einen Stein, womit er dann diesen benutzen kann, um sich den zweiten Wille im Pool zu machen, um die Göttergabe zu benutzen, mit der Prisha dann erholt wird, ein zweiteres Mal angreifen kann. Außerdem fliegend ist und ja, mit den Insignien, die er insgesamt sechsmal benutzen kann. Sind das sogar 2200, also 4400 Schaden. Und das im Turn 2. Overkill sogar, ja. Und der Schachzug mit letzte Booster auf den Elfenheiligen war absolut brillant. Na absolut, wirklich. Dadurch hat er den OTK durchgebracht. Genau, ansonsten wäre wieder das Gleiche passiert. Die letzte Booster wäre gekommen mit dem Wille, dass die Elfenheilige produziert hätte. Und der ganze Spaß wäre wieder in die Hose gegangen. Tja, so einfach kann es manchmal sein. Aber kann man nicht eigentlich... Nee, obwohl. Ich habe gerade überlegt, er hätte ja vielleicht die Elfenheilige anketten können, aber das wäre nicht möglich gewesen dann. Oder? Naja, der Gleb hätte es sicherlich gewusst, wenn es irgendwie ihm hätte was gebracht. Das Ganze ist wahrscheinlich, wir haben es nicht mitbekommen von der Kommunikation, noch End of Turn von Gleb passiert. Das ist natürlich... Dann, selbst wenn er sich das noch in den Pool legt, das eine angekettete Villa, dann verfällt das am Ende des Zuges und... Nee, obwohl. Aber letzte Buße gilt ja auch nur bis zum Ende des Spielzugs. Oh, jetzt bin ich überfragt. Naja, die beiden werden schon wissen, was sie da gemacht haben. Und der Gleb wird nicht ohne Grund aufgegeben haben. Aber... wundert mich. Ich glaube eigentlich, normalerweise müsste man noch da anketten, um den Willen noch irgendwie in den Pool zu legen. Ja. Aber jetzt hat Fabio ganz vorne auf der Hand schon mal seine letzte Buße auch schon wieder. Heißt also, er ist wieder vorbereitet, falls der Gleb früh loslegen möchte. Und Gleb hat diesmal auch sich beim Mulligan bedient. Konnte diesmal also seine Hand nicht komplett behalten. Aber eben hat das ja auch nicht so gut funktioniert, von daher... Schauen wir mal, ob es ihm diesmal mehr Glück bringt. Gleich wieder Levitain. Soll sichergestellt werden, dass Schnelligkeit auf der Prisha ist, wenn sie dann kommt. Tama, zack, gleich wieder eine Karte hinterhergezogen. Das übliche Spiel des Prisha-Mythendecks. Genau, nur diesmal auf der anderen Seite irgendwie. Diesmal fängt Fabio mit dem One-Drop-Resonator an. Oh, und auch bei Gleb jetzt aber die Karte, die er gerade gezogen hat, hat letzte Buße gewesen. Also haben jetzt beide die Möglichkeit, den OTK potenziell zu verhindern, wenn da nicht wieder solche genialen Nochmal Momente zweiten, kommen. Nochmal zum zweiten Game, du meintest auch, Gleb mit der super Starthand hat alle fünf gehalten, ja, keinen genau. Mulligan. Und dann, ja, den Rest habt ihr ja gesehen. Der Rest ist Geschichte, ja. Den Rest haben wir hier live für euch festgehalten. So, auf der anderen Seite jetzt also die Elfenheilige. Und mal gucken. Jetzt ist schon Zug 2 und die Todessense ist auch wieder da. Was
bei Gleb krass ist, er hat keine einzige Insigne dieses Mal ausgespielt. Bedeutet also, wenn jetzt irgendwie irgendwas mit der Prischia passieren sollte, wird sie nicht aufgehalten durch die Todessense. Und wenn er eine eigene ausspielen wollen würde, dann wäre auch kein Levitain da, um Schnelligkeit auf die eigene Prischia zu geben. Aber in dem Zug wird auf jeden Fall erstmal die Prischia von Fabio auch noch nicht ins Spiel kommen, da sie ihr Effekt genutzt wurde, um einen Zauberstein zu bringen. Ja. So, da sind wir jetzt an der gleichen Position, an der Fabio im letzten Spiel war, in seinem zweiten Zug. So, was aber genau kann er jetzt ausspielen? Ich glaube, dass es nicht so fulminant wird diesmal. Dadurch, dass er das, dass er den Zauberstein herbeigerufen hat, schon mal nicht. Oh, er hat sich zwei Willen offen gelassen, Fabio. Zwei Willen, um im gegnerischen Zug möglicherweise geschärfte Sinne noch auszuspielen. Oder natürlich letzte Buße. Naturgesetze ändern ist natürlich die beste Grundlage für Mythenspinnen. In jedem Fall. Dadurch ist eben auch schon mal sichergestellt, dass falls Mythenspinnen kommt, der Schwalleffekt auch durchkommt und man noch einen weiteren Zauberstein dann bekommt. Außerdem ist es natürlich nicht schlecht, eine Karte zu ziehen, wie es ja den lieben langen Tag in dem Deck passiert. Und ja, Gleb hat auf jeden Fall schon Mythenspinnen und Izanagi auf der Hand. Aber er weiß auch, dass Fabio eventuell blufft. Inwiefern sollte Fabio denn jetzt hier bluffen? Du meinst wirklich, er hat keinerlei Antworten? Oh ja. Da kommt jetzt in Zug 2 das Mythenspinnen und die Windmauer. Wir haben es im ersten Spiel noch angesprochen, da dass sie wirklich fatal sein kann. Und da kommt die zweite Windmauer. Und da kann er nichts machen. Wow. Wir haben es uns gedacht im ersten Spiel, als wir über das Deck von Fabio gesprochen haben, dass das wirklich auf das Mythenspinnen halt perfekt ist. Wow. Und dann sieht Gleb auch direkt ein, das ist fatal für ihn. Da kann er dann im nächsten Zug nichts anderes als die OTK fressen. Dann kommt quasi Urteil, Göttergabe. Fabio, also erstes Spiel verloren. Und dann jetzt aber in zwei rasant schnellen Spielen das Ganze umgedreht. Und sich jetzt hier doch noch... Da sieht man auch, wie erfahren die Spieler mit dem Matchup sind. Ich meine, manche würden jetzt denken, oh mein Gott, wie kann man denn jetzt schon mit vollen Lebenspunkten in Turn 2 dann aufgeben? Aber... zeigt an, das ist das Zurückborden. Ich dachte, er zeigt jetzt noch seine Hand mit letzter Booster, aber... Dreimal letzte Booster direkt auf der Hand. Natürlich wieder in den Ursprungszustand zurück, wie sich gehört. Ja, ein schnelles, trotzdem sehr unterhaltsames Top-16-Match. Ja, wurde uns wieder gezeigt, das Mirror-Match erfordert auch eine Menge Übung. Man muss wissen, wie schnell man da gleich reinkommt. Wie schnell man da gleich seine Combo durchbringen muss, um mit Prischia dann den OTK durchzudrücken. Und wir haben es jetzt hier, eigentlich in allen drei Spielen wurde das Spiel durch Prischia OTK entschieden. Er wurde, glaube ich, nur ein einziges Mal wirklich durchgeführt, aber die anderen beiden Male wussten beide Spieler auf jeden Fall auch, dass es dadurch gleich geschehen ist. Ja. An der Stelle lassen wir das Featured-Match hier auch mal geschehen sein und dann freuen wir uns auf die Top 8. Bis. Long time, it's been a long time. I got you on my mind, long time.